Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3 und der Name ist Programm. Ich bin froh, ja, diese letzte Sequenz im letzten Part, wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut sie euch nochmal an, weil das war wirklich ein Wahnsinn. Na, wir sind mit diesem Detektiv hier losgefahren in Richtung Silent Hill, der auch irgendwo eine Rechnung noch offen hat, irgendwas hier irgendjemand sucht und wir sind jetzt noch in unserem, ja, Badezimmer, müssen wir nicht rein. Ich finde es ja immer schön, wenn Ruhe herrscht, ja. Wenn Ruhe herrscht, wenn erstmal nichts abgeht, wenn wir erstmal uns konzentrieren können. Und ich würde sagen, ich rüste trotzdem mal was aus. Wir sind ja, und übrigens, wir haben eine Karte. So, gerade Rosewater Park. Jetzt gehen wir das alles mal durch. Das hier unten ist natürlich Silent Hill. Ja. Wir sind praktisch vor Silent Hill. Silent Hill ist ja hier unten die nächste Karte. Das ist ein Motel, ja. 106, wo wir angekommen sind in Silent Hill. Da würde ich sagen, geradeaus und links. Und dann unten zu Brookhaven Hospital. Ja. Ja, es war die Rede davon, dass wir uns im Krankenhaus umschauen sollen. Ja, ich gehe noch mal hin hier. Ja. Dann wäre das die. Ja, ich schaue sowieso oft auf die Karte. Ja, die nächste auch links. Komm du mir noch mal unter die Fittiche. Wieder so eine Töle. Dann reißt er auch noch aus. Obwohl, es wäre eigentlich besser, erstmal die Pistole zu nehmen, mal. Zumindest erstmal, ja, okay. Ich weiß ja, manche spielen das vielleicht auch anders und sind da nicht so außer Puste wie ich. Nein. Da eintreten muss auch drauf, ja. So, jetzt schaue ich ein letztes Mal. Also muss ich hier genau hier hin oder? Ja, genau. Wenn ich jetzt links, ich muss mal von meiner Seite hier, ich drehe immer den Kopf, wenn ich ja gucke. Ja, links hier lang. Muss ich auf die rechte Seite schauen. Da muss irgendwann mal dieses Hospital auftauchen. Haven's Knight. Haven's Knight. Moment. Das kenne ich doch auch. Genau, das ist diese Bar und hier kann ich ja auch noch was einsammeln, bevor ich jetzt mich zum Hospital begebe. Es ist eine Touristenbroschüre. Ich hatte es vergessen, aber es stimmt. Silent Hill war ursprünglich ein Urlaubsort. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill, ein an einem See gelegener, ruhiger kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannten Urlaub bei uns.
Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft und ein See, der am Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihrer Erinnerung bleiben wird. Redakteur Roger Wittmark. Ja, der Aufenthalt bleibt für ewig in Erinnerung, das ist natürlich klar. Ein Werbezettel von einem Club. Er zeigt eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Die Rückkehr von Lady Maria am 27. 20 Uhr. Lady Maria, ja, das war ja von James die Maria wahrscheinlich. Ja, okay. Wir sind alles irgendwelche Anspielungen. Von ja, Schloss ist kaputt. Ich dachte schon, ich komme jetzt hier rein auch noch. Dann hätte ich den Überblick verloren, weil ich ja zum Hospital muss, ja. Was mir am dritten Teil sehr gefällt, ist auch, dass dieser Teil eigentlich so, ich sag mal so, nicht gleich in Silent Hill spielt, sondern erstmal in diesem ja, Kaufhaus und ja. Rindfleisch. Ja, oh mein Gott, ich habe so viel Rindfleisch einstecken. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Weil das wäre Quatsch gewesen, wenn die das jetzt so gemacht hätten, dass der Teil genauso weitermacht. Also praktisch, wenn sie jetzt direkt in Silent Hill gelandet wäre und dort noch angefangen hätte mit Suchen. Und ja, da wäre ja eigentlich, das wäre nicht so effektvoll gewesen. So. Jetzt suchen wir erstmal das Hospital. Ja, es wäre ungefähr das gleiche gewesen wie der zweite Teil, ja. So meine ich das. Der gleiche Anfang, ja. Dann wäre es auch nicht so erfolgreich gewesen. Viele sagen ja, dass das ganz komplett irgendwie. Greifen die mich eigentlich nicht so an? Ich meine nicht, dass ich es will. Wir sind da. Wir sind. Ich bin daheim. Sie treten, du sollst nicht nochmal schießen. Tritt die tot? Okay. Jetzt kann ich mich nochmal konzentrieren, ja? Wir sind hier rein, ja? Ich habe Leonard noch nicht gefunden. Also, ja, wir sind doch hier rein, oder? Täusche ich mich jetzt. Bei diesem ganzen Weggelaufe jetzt. Was ist hier nicht mehr drin? Hier sind verschiedene Arten von Arzneien, aber keine sieht nützlich aus. Ich glaube, ich sollte alles in Ruhe lassen. Ja. Das würden Leute, die drogenabhängig sind, anders sehen. Ja, oder was sagt ihr? So, oh, ein blutverschmierter PC. Also so habe ich mir auch noch nicht die Tasten wund gekloppt, dass mein PC
damals blutverschmiert wäre. Ja, das ist zum Beispiel auch einer, der so einen Monitor hat. Mein Gott, hatte ich damals so. Ich hatte auch so einen, wo der Arsch so weit hinten nach hinten ist bei dem Monitor. Wisst ihr, was ich meine? Und die waren schwer. Die waren richtig schwer. Gibt's hier auch eine Karte oder sowas? Gleich mal zu Beginn. Was haben wir denn hier? Ah. Warum habe ich das in manchen Dingen, manchen Gebieten immer so vergessen? Ja. Ich weiß es nicht. So, wir schauen uns erstmal wieder die ganzen Türen an und verlaufen uns jetzt sowieso wieder. Weil das ist wieder so ein Gebäude wie die Schule. Au, hier ist ein Buch. Eine Puppe und ein Buch. Ah, oh, niedlich. Die Puppe zumindest. Dieser Tag ist endlich gekommen, ganz richtig. Der Tag, an dem du und ich uns endlich treffen. Ich habe immer an dich gedacht, hier in dieser düsteren Zelle. Bis heute kannte ich nicht einmal deinen Namen oder dein Gesicht. Aber jetzt kenne ich es. Ich weiß, du bist diejenige, auf die ich gewartet habe. Und hast du nicht auf mich gewartet? Deshalb bist du gekommen, um mich zu befreien. Oh, wie sehr ich dich liebe, Heather. Ich will dir meine wertvolle Puppe geben. Ich habe sie zum Andenken an unser Treffen, dem Anfang unserer ewigen Liebe gemacht. Oh, ich kann schon dein Lächeln im Gesicht sehen. Stanley Coleman. Ekelhaft. Das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Eine Puppe. Die sitzt so niedlich hier. Oh Gott. Ja, ein Bild von einer Blume in einer Vase. Hübsch, aber was soll's? Ja, ich weiß es nicht, was es soll. Es ist nur ein Blumentopf, nichts Besonderes. Keine Ahnung, was die Pflanze hier ist. Und ja, okay, dann hat das also keinen Sinn hier drin. Ja. Ein Raum eines einzelnen, einsamen, oh, wo komme ich her? Psychopathen. Immer die Frage, wo ich herkomme. Ach, zum Glück. Alle Schlösser, die kaputt sind, die sind gute Schlösser. Da hinten ist das mit dem Speichern. Also komme ich von dort hinten. Sie ist abgeschlossen. Okay. Oh, hier ist ja wohl nichts. Und jetzt wird es auch irgendwann wieder mal in die Anderswelt schmeißen, ja. Bereitet euch mal drauf vor. Noch ist das halbwegs normal. Halbwegs normal, C1, ja. Moment, ich habe die falsche Waffe. Ich weiß nicht, wie viel Munition ich noch habe. Und schon sind sie beide weg. Da ist er explodiert. Was für alles für eine Ampulle. Ah, sieht aber auch schön aus, die ganze Beleuchtung und so, ja. Können sich manche Spiele echt ein Beispiel nehmen, was hier so los ist. Okay, ich nehme wieder meine. Ah, ich habe ja auch den. Eine Stun Gun.
ist denn hier los? Was denn hier los? Hier gibt es wieder was zum Lesen und zum Anschauen. Hier kleben viele Dinge an der Wand. Ein Keks, eine Zahnbürste, ein Löffel, eine Weihnachtskarte, eine Uhr. Da hat jemand mit einem guten Kleber gearbeitet. Aber warum? Oh nein, fass es nicht an, da geht's wieder in die andere Welt. Da hat jemand einen Schlüssel an die Wand geklebt. Ich würde ihn gerne mitnehmen, aber er klebt wirklich fest. Ich kann ihn nicht abziehen. Ich habe, glaube ich, nichts, was irgendwie prüfen. Ich prüfe mal den Gegenstand. Ich hoffe, dass wir nie irgendwie verwendet werden. Vielleicht wäre es besser, es würde es nie wissen. Mehr als alles andere habe ich Angst davor, dass du weit fort von mir gehst. Das ist übrigens das, was unser Vater, ja, kurz bevor er getötet wurde, in seinen Händen hielt. Um es gleich mal zu sagen. Aber manchmal müssen wir die Wahrheit sagen. Aus diesem Grund schreibe ich das, bevor mich Tod und Vergessen einholen. Was ist damals passiert? Es hat etwas damit zu tun, wer du bist. Alles begann vor 24 Jahren. Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub fanden meine Frau und ich ein Baby am Straßenrand. Da wir kinderlos waren, dankten wir Gott, dass er uns dieses Kind, dieses Mädchen finden ließ. Wir nahmen es mit nach Hause. 3 Jahre später starb meine Frau und 4 Jahre danach, also vor 17 Jahren, kam ich nach Silent Hill. Das Mädchen bat darum und ich nahm sie mit, ohne zu wissen, warum sie dorthin gehen wollte. Ja, und dort ging das Mädchen fort. Nicht, dass sie wirklich irgendwo ging. Sie starb auch nicht. Zurückgekehrt zu ihrem ursprünglichen Ich. So nannte es Dahlia Gillespie. Ursprüngliches Ich. Das war die junge Frau, die von ihrer Mutter als Opfer für Gott verbrannt wurde. Alessa Gillespie. Ja, Alessa, ja, ihr wisst. Die Hälfte ihrer Seele entkam in diesen Flammen und lebte weiter in einem Baby. In einem Mädchen, unserem Mädchen. 7 Jahre vergingen, bevor dieses halbe Mädchen nach Silent Hill zurückkehrte und Alessa wieder ganz machte. Mit dieser neuen Stärke schwor sie, Gott zu töten. Ja. Gott als Fötus in den Schoß des Opfermädchens eingebettet, wurde mit den üblichen Riten aufgerufen. Das war Alessas Wunsch, egal was auch geschehe, selbst wenn ihr eigenes Leben in Gefahr sei. Aber dieser Wunsch wurde nicht gewährt. Meine Unterbrechung bedeutete, dass sie stattdessen für die Rückkehr des Mädchens betete. Ich alleine konnte sie nicht zurückbringen. Ja, Dahlia tat es. Ich half nur bei der Geburtszeremonie, um Gott aus Alessa herauszubringen. Der neugeborene Gott schrie einmal und war tot. Nur durch den Widerstand des Mädchens und wahrscheinlich Alessas. Aber das ist nicht alles. Nachdem Gott in einem aufglühenden Licht verschwunden war, erschien Alessa erneut und gab mir ein Baby. Es ähnelte sehr diesem Mädchen vor vielen Jahren. Und dann war Alessa fort, tot. Ich hätte nichts tun können, um zu helfen. Ich drückte einfach das Baby an meine Brust und rannte davon. Es kam mir alles wie ein Traum vor, aber ich hatte den Gegenbeweis. Das Mädchen war nirgends zu finden und in meinen Armen das Baby ein Mädchen. Jetzt sind 17 Jahre vergangen. Einerseits kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen und andererseits, als wäre es 1 Million Jahre her. Ich gebe zu, dass ich zuerst Bedenken hatte, die Kleine aufzuziehen. Könnte ich sie lieben? Ihre Existenz war ziemlich unerklärlich. Ich dachte, sie könnte die junge Frau sein,
die mir meine geliebte Tochter gestohlen hat. Daraus wurde Trauer, Zorn. Es gab Momente, da legte ich meine Hände um ihren winzigen kleinen Hals. Ein paar Mal dachte ich sogar daran, sie auszusetzen. So ein furchtbarer Mensch bin ich. Aber schließlich beschloss ich, sie aufzuziehen. Ich konnte sie wohl einfach nicht gehen lassen. Wenn du mich ansiehst, dieses Lachen, also, ja, selbst jetzt kann ich dieses Mädchen nicht vergessen, aber ich liebe sie. Da gibt es keinen Zweifel. Ich bitte dich nur, mir das zu glauben. Meiner heißgeliebten Tochter, Harry Mason. Jetzt haben wir das auch gelesen. Jetzt wisst ihr Bescheid, was er an den Händen hielt. Das hätte ich vielleicht das letzte Mal schon vorlesen sollen. Aber ja, jetzt wisst ihr das Bescheid, ja. Eine ziemlich zwielichtige Geschichte, wirklich wahr. Achso, was wollte ich denn überhaupt probieren? Jetzt ist wieder diese hässliche Puppe hier. Ekelhaft, das würde ich niemals an der Kneifzange anfangen. Einfach ist da wieder was zum Lesen. Also ich weiß ja, man muss es lesen, ja. Gott, komm, die Puppe ist doch nicht hässlich. Mir gefällt sie, ich finde sie niedlich. Die Organisation hat mich hier eingeschlossen. Sie wollte meinen Willen brechen, damit ich das alles vergesse. Aber ich werde nicht verrückt, auch wenn sie mich hier mit Irren einsperren. Wie wäre es, wenn ich das an die Wand klebe? Wäre zwecklos. Warum? Man kann es abziehen, oder? Mit dem Zeug, das diese bösen Frauenzimmer ständig benutzen. Wenn ein Ding keine Bedeutung hat, dann gibt es keinen Grund für seine Existenz. So wie du für mich existierst. Aber warum hast du meine Puppe nicht mitgenommen? Ah, mein Geschenk hat dich wohl in Verlegenheit gebracht. Du bist so süß, Heather. Stanley Coleman, schon wieder der Typ. Ah, ich hab doch nichts, was ich irgendwie... Da liegt das hier unten, die Flasche vielleicht. Also irgendwas muss das lösen. Irgendein Kleber. Hatte ich nicht mal sowas eingesammelt? Einen ganzen Kleiderschrank mit, aber das habe ich jetzt... Das weiß ich jetzt nicht. Soll ich mir merken, wenn ich das finde, wo Taste, aber der Aufzug rührt sich nicht, ja. Na, das ist ja toll. Okay, wäre natürlich schön, wenn ich jetzt irgendwelchen Kleber finden würde. Okay, wir sind wieder drin am Anfang. Moment, jetzt muss ich doch mal auf die Karte schauen, ja. Geradeaus, da war ich noch nirgends, wie es scheint. Da ist noch nichts eingezeichnet, noch nichts rot. Okay. Jetzt müsste das doch auch rot eingezeichnet sein. Ja, ich stehe wieder mal komplett davor. Kitchen, in der Küche, ja. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht durch. Ah, hier habe ich die schon erledigt. Die andere Seite. Ah, da ist der Raum zum Speichern. Da vorne ist ein X. Das bedeutet, da kann ich nicht lang. Zurück wäre Elevator. Fahrstuhl steht bestimmt für E, für Elevator. Ja. Also hier das E.
das ja bestimmt nicht, oder? Nein. Aha, genau hier. Muss ich mir merken, ja. Okay, wir machen der Reihe nach, ja. Normalerweise würde ich ja erstmal ganz oben hinfahren. Einzig nervige die Kamera. Dreh dich doch mal so, wie ich das will, bitte. Schloss kaputt. Okay. Gibt es denn sonst irgendwas zu finden? Ach ja, ich bin ja hier raus. Okay. Das ist ja nicht der ganze Stock. Natürlich. Die Puppe. Du bist dir vielleicht noch nicht über deine eigenen Gefühle im Klaren, aber du spürst sie unbewusst. Und so versuchst du mir nahe zu kommen. Das ist eine Tugend. Der Weg ist Paradies. Wenn die Tür verschlossen ist, öffne sie. Benutze das Kennwort für das Gefängnistor, Doktor. Hab seinen Namen vergessen. Dieses Quacksalber jedenfalls hat es notiert und aufgedrängt. Es sollte auch hier sein. Ich meine, 4 Zahlen hätten reichen sollen, aber er hat weitergemacht. Ist es nicht schade? Ich bin nicht da. Nervt dich das nicht? Ich sehne mich nach dir, aber du bist so grausam. Aber ich will dich trotzdem haben. Das ist ja Coleman, das ist... Zahlen, ja, Zahlen. Hier hängt eine getippte Notiz. Was soll ich denn? Was soll die denn bedeuten? Drücke, gehe 2 nach rechts. Drücke, gehe 1 aufwärts. Drücke, gehe 2 abwärts. Drücke, die Tür öffnet sich. Was? Ist das ein Witz? Moment, soll ich mir das... Hä? Das ist kein Witz. Moment. Jetzt habe ich keinen Zettel hier. Das kann nicht sein. Freunde, ich... Boah, alter Schwede. Ich will dir nur ein Bild machen. Das gibt's nicht, ja. Oh, jetzt sehe ich mein Gesicht. Ich versuche gerade mit dem Handy ein Bild zu machen. Ich kann mir das jetzt merken. Nicht so richtig. So. 1 aufwärts, 2 nach rechts, 1 aufwärts. Zwei abwärts. Du sollst nicht zur Tür gehen. Drücke 2 nach rechts. Das geht doch gar. Ach nein, komm, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Leute. Ist ja schön, ist ja witzig, aber. Ja, okay, da bin ich schon, ja, halbe Stunde schon wieder rum. Ja, würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss, ich mache einen kleinen Cut hier und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Silent Hill 3. Ich bin erstmal weg, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss.